Jetzt zum Clownspiel sein verdammtes Spiel. Und dann gehe ich zu Vistaranel. Weil ich denke, den Wasserlacher mache ich zum Schluss. Weil der bestimmt auch nicht einfach zu. Einfach zu erlernen sein wird, seine Stimme. Und. So. Komm schon. So, wo war das nochmal? Da hinten. Und jetzt ist auch noch eine Truhe irgendwie erschienen, aber die hole ich mir sonst irgendwann mal. Zack. Na, das ist genau unter mir. Hier, ciao. Die Lieferung ist ein schöner glänzender Kristall, bitte sehr. Ruf mich jederzeit wieder an, wenn es etwas zu transportieren gibt. Ja, ja, das kennen wir, raus da. Oh, das ist doch, dieser Kristall ist genau so einer wie mein Alter. Oh, ich spüre deine Güte, junger Freund, nun kann ich endlich wieder in die Zukunft sehen. Such mich doch im Bazar, wenn du meine Hilfe erneut in Anspruch nehmen möchtest. Ich werde dir natürlich einen Sonderpreis machen. Yeah. Das wollte ich haben. Für eine Güte. Wie viel habe ich jetzt? 55 müsste ich jetzt haben. Boah, schon 60. Noch 10 und dann bekomme ich wieder was. Na, du bist froh, ich bin froh. So, welcher Mensch hier hat eigentlich noch keine 5 Juwelen gegeben? Muss ich überlegen. Eigentlich die meisten. Aber dieser Kecko noch nicht. Aber ist egal. Erstmal gehe ich jetzt zu Gruß und dem Stein der Weisen da hinten. Vielleicht hat er eine neue Vision. Also das mit dem Wasser hätte ich glaube ich nie herausgefunden. Wobei gut, ich hätte gesehen, dass er nicht da ist. Apropos. Vielleicht hat da drinnen einer was zu sagen. Ja, die 300 Rubine, man, die schmerzen jedes Mal, wenn ich hier reinkomme. Tim Turz nimmt noch nichts. Der Wasserger macht in letzter Zeit ständig so ein verdossenes Gesicht. Er meinte, sein Kristallding da sei kaputt und verkriecht sich seitdem ständig in seinem Haus. Tja. Also hat sich unser lieber Wasserger tatsächlich in seinem Haus verkrochen. Wenn doch nur jemand für ihn eine neue Kristallkugel aufhaben würde. Dating the obvious. So, Basar bringt nichts Neues, dann gehen wir jetzt zu Gruß. Grüße dich, Gruß. Hey, Moment mal. Oh mein Gott! Bitte Geld, bitte, 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 bitte. Yeah, 100. Oh, 200, ich fühle mich schon wieder besser. Banzai! Uff. So, drei Haken sei Dank. So. Ganz, lock. Dazu klappt nichts Neues. Also, hallo Link, wie geht's? Hast du heute Lust auf eine Runde Kübel schießen? Sehr gern. Dann lege ich jetzt los. Steck dich an, Link. Ich werde es versuchen. Ich hoffe, ich kann das besser als. Okay. Ja, what the fuck? Wie soll ich das denn machen? Ja, warte! Moment, kommt der immer an derselben Stelle auf? Warte, ich bleib jetzt einfach mal hier liegen. Der stimmt. Fuck, komm schon! Das ist jämmerlich.
Was? Oh Mann, ey! Ja, früher mal ein Minispiel, Gott. Ja, das hätte doch getroffen. Moment, ich glaube, wenn er den Türrahmen berührt, dann muss ich schießen. Ja. Ah fuck, der schießt doch nicht mehr auf dieselbe Stelle. Los, wirf den scheiß Kürbis! Oh, episch, der war noch gut. Naja, 140. 140 Punkte? Heute hattest du wohl keinen sehr guten Tag. Für diese Punkte kann ich dir leider keinen Preis geben. Suche die Flugbahn des Kürbisses mit einer einzubrechen und bewege das Handkreuz ein wenig vor den Kürbis. Da triffst du bestimmt öfters. Vielleicht sagst du sogar 105. Da hast du mich. Sag mal Bescheid, wenn du so. Ja, ich will nochmal. Ich will nochmal. Ich will nochmal. Definitiv. Also 150 schaffe ich doch. So, ich habe mich jetzt nämlich nur eingewärmt. Jetzt geht's richtig los. Was jetzt eigentlich, wenn der Schwertmeister da rauskommt? Hat Bock auf eine Passe Kürbissuppe und dann wird er einfach erschossen. So, 150 habe ich schon mal in der Tasche. Oh fuck, jetzt habe ich. Wieso wollte mein Daumen nicht loslassen? Was soll das? Fuck, 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 fuck. Komm schon, Link! Fuck yeah. Der 200, komm schon. Okay. Fuck. Übung, wieso hat der geleuchtet? Übung ist alles. Mach schneller, mach schneller, mach schneller. Komm schon, ich will die 300 noch. What the? Ey, komm schon, wirf den, wirf! Du bist so ein gemeines Stück Scheiß. Ja, doppelt so wie beim ersten Mal. 280 Punkte, das ist großartig, Link. Du kannst es bestimmt noch besser, aber deine Leistung war schon ganz ordentlich. Such als nächstes einen Punkt von 400 Punkten zu erreichen. Als Preis für deine Leistung gebe ich dir 50 hart verdiente Rubine. So, Gewinn von 10. Wie viel hat er gesagt? 400. Wenn ich das nicht hinkriege... Ich gehe nicht hier weg, bevor ich das nicht schaffe. Weil das hier macht Spaß. Ich habe schon bei Ocarina of Time, Majora's Mask und The Wind Waker immer so gern getan. Ich habe immer die Höchstpunkte bekommen. Okay, fängt schon mal gut an. Mich auftreffen. Fuck. Wahrscheinlich anzugotten sollst du werfen. Und wieso treffe ich denn? Er hat ein Schutzschild. Naja, das schaffe ich nicht. Die 100 jetzt noch hinzukriegen. Also ich treffe jetzt alle. Ja, so viel dazu.
Nee, selbst wenn ich alle... Ja, wobei... Ah, oh Mann, ey, immer wenn ich sowas sage, geht's schief. Ich soll dann nur die Klappe halten. Komm schon, schmeiß jetzt den noch. Und den auch noch, komm her. Oh Mann. Na gut, immer bekomme ich jetzt 50, nehme ich, ja. Yeah. Cool. Somit verdiene ich viel leichter Kohle. Ja, los. 400 Punkte. Ich muss das können, ich muss das können. Geh nicht weg, bevor ich das nicht geschafft habe. Auch wenn es 3 Stunden dauert. 3 Stunden lang Kübel schießen, Party. Okay, ich werde jetzt alle treffen. Alle. Na gut, ich hab schon 300. Alter, wo wirfst du die Dinger hin? Ja, fuck, ich hab richtig gut angefangen. Yeah. Mal 2. Alter, wo schmeißt... Oh, nur noch 10. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Oh fuck, noch nicht. Komm schon. Ich schmeiß die Dinger nicht so weit weg. Ey! Ey! Ah, was hast du jetzt davon? Ich schmeiß die Dinger noch nicht so weit weg. Ah, 410. Bei dem Start hätte ich mehr machen können. Egal, ich habe sein Ziel erreicht. Du hast 10 Punkte, das ist ja unglaublich. Du bist wirklich talentiert. Hier, das ist dein Preis. Verarscht er mich gerade? Nein, verarscht er mich jetzt gerade? Nee, komm, gib das echte Zeug her. Das ist die absolute Rekordmarke von 600 zu knacken. Versuch das. Moment, wenn ich 270 schaffe, bekomme ich 50 Rubine. Schaffe ich 410, gibst mir Elden Erz. Ich finde Elden Erz in jedem Drecksloch. Ah, 600, na gut. Kein Problem für Scharfschützen-Strings. Ja. Oh, jetzt ist jeder 50 wert. Ich darf keinen verschießen. Egal wie weiter sie wirft. Sehr schön. Sehr schön. Verdammt, das Arschloch. Das war so klar, Mann, fick dich. Ah, das kann jetzt. Oh, was soll denn das jetzt? Ah, komm schon. Schmeiß! Nicht so weit! Nein, du bist so gemein. Oh, wie weit er sie wirft. Exo ist mir zu verderben. Ja, was bekomme ich jetzt? Oh, bitte kein Alien jetzt. Ja. Aha, das heißt, er gibt mir einfach allgemein Schätze. Ja, ich will lieber Geld. Kann ich den nicht umtauschen oder so?
Okay, okay, doch, ich komme immer näher. 140, 280, 300. Irgendwas, 130, 410, 530. Das heißt jetzt, die nächste Marke 690. Damit Punk sich freuen kann. Ich muss diese Leichten am Anfang ausnutzen. Yeah, plus... Wow. Jetzt habe ich es schon vergeigt. Oh, schon DF hast du schon. Zwar schmeißt es jetzt überdimensional weit weg. Aber du kannst. Du kannst das. Oh ja, du kannst das. Du kannst es definitiv. Du kannst das! Fuck, ich hab versagt. Hör auf, sie so weit zu schmeißen! Okay, schmeiß sie weiter, los, schmeiß sie weiter! Oh shit, nur noch 30 hier. Nur noch 30, komm schon! Okay, okay, wenn ich den treffe, hab ich's. Nein, nein, nein! Nein! Wegen 20. Oh Mann. Ja. Alienaires für 85 Punkte. Wehe, wehe, ich bekomme bei 600 nicht ein Herzteil und 40 Juwelen-Kristalldinger. Nee, noch nicht. Wir sind noch nicht so psychopathisch drauf. Was eigentlich die Welt hätten, aber ich finde das hier viel amüsanter. Das hätte ein eigenes Spiel sein sollen. Okay. Okay, das schaffe ich. Wie viele Pfeile war schon in dieser Tür stecken? Ah, fuck. Weniger reden, mehr abknallen. Nein! Habe ich diesen epischen Anfang total vergeigt. Scheiße, ich bin total unkonzentriert. Jetzt wird es immer weiter schmeißen. Damit haben wir bekanntlich Mühe. Das dachte ich das. Okay. Okay, was ist mit mir los? Jetzt schmeiß das Ding. Ich bin ein Gott. Ich bin einfach Scharfschützen-Adonis. What the fuck? Wie habe ich das denn gemacht? Ab sofort nennt ihr mich alle Scharfschützen-Streams. Jetzt 160 Punkte. Ich habe noch nie so einen guten Bogenschützen wie dich gesehen, Link. Du bist die große Hoffnung unserer Ritterschule. Nimm dies hier als Zeichen unserer Freundschaft, Link. Na? So viel dazu jetzt her mit den 40 Kristallen. Sag mir Bescheid, wenn du es erneut versuchen möchtest. Oh yeah! Also Moment, was wollte ich jetzt eigentlich tun? Moment, was war nochmal das Ziel? Ich hab's da vergessen. Wie war meine Liste nochmal? Kristallschädel gebracht? Kristallkugel gebracht? Ja doch, das war's soweit eigentlich. Ey Gott, bin ich ein guter Schütze, ey. Uff, komm jetzt nicht mit Kommentaren, ich habe 700 geschafft. Das zählt.
Oh, was willst du denn jetzt? Hallo Link, du bist auch ständig unterwegs, was? Du hast doch einen Klassenkameraden namens Drew, oder? Er sagte, er hätte in der Sturmwolke ein wahres Insektenparadies entdeckt. Er mag diese Tierchen sehr, was? Was willst du denn mit einem Insektenparadies? Stru, stimmt, ihn habe ich total vergessen. Oh nein, was soll ich ihm jetzt Insekten bringen? Schlafen. Wow, zack. Er hat nichts zu sagen. Ja, vielleicht kann ich mal was verkaufen. Ist doch dasselbe wie immer. Soll ich immer noch weinen? Doch hat jemand geweint. Nein, es war ein tiefes Schluchzen. Oder war das Struß? Doch, es war Struß. Ah, das ist auch nur so ein Doppelzimmer. Deswegen. Okay, gut, dann das hätten wir auch. Dann, wenn jetzt nichts anderes in die Quere kommt, werde ich jetzt nach. Oh, der Roulette-Typ. Stimmt, der Roulette-Typ. Ja, aber mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Ich glaube, der kann mich verarschen und mir mein ganzes Geld abnehmen. Jetzt habe ich wieder 160 Rubine oder so. Und die wird er mir nicht entlocken. Lass ich nicht zu. Nicht noch einmal. Was für ein Pech. Ja, danke schön. Ja, ey, ich bin Scharfschützenstrings. Ich kann. Ach, ich weiß nicht. So. Wo ist der Roulette-Typ? Dort hinten, ich sehe schon die Insel. Und auch noch passend dazu, nein, die Wüste rannehmen. So, jetzt bin ich in Bombenstimmung, das zu schaffen. Was war das denn? So, komm her. Ein falsches Lachen kannst du dir sonst wo hinstecken. So, damit nichts schief geht. Ich bringe mir kurz die Remote. So. Okay. Keine Fun Tricks, Clown. Ich hasse Clowns. Nebenbei. Also als Kind habe ich sie gehasst. Okay.
fuck, das war knapp. Immerhin. Ich muss das so richtig brutal gut abschätzen können. Ja, du hast trotzdem einen Gewinn gemacht von 10 und nicht Verlust von 10. Sonderpreis. Ich weiß eben nicht genau, ob das was mit Skills zu tun hat oder einfach nur mit Glück. Die Ringe zu durchfliegen ist Skill, das stimmt. Aber das Ding zu treffen ist einfach irgendwie... Weil ich kann mich weder richtig beschleunigen, noch kann ich bremsen und auf das Ding warten. Also, ist zum Teil einfach nur Glück. Glaube ich jedenfalls. Ui. Da, ich sehe es. Okay. Ah, jetzt gehe ich mal da hinten. Yes! Yes! Hui! Aha. Spektakulös! Fabulär! Du bist auf einem Feld im Wert von 50 Rubinen gelandet. Dein Multiplikator liegt bei 10 und das bedeutet, du hast 500 Rubinen gewonnen. Wow. Du hast tatsächlich alle Ringe passiert und bist dann auf dem 50 Rubinen-Effekt gelandet. Dafür bekommst du von mir einen Sonderpreis. Yeah, ich wusste es doch. Also, du bekommst 500 Rubine. Ja. Yeah. So, jetzt habe ich alles wieder, was ich bei dir verspielt habe, irgendwann mal. So, wieso nicht... Warum nicht gleich so? So, jetzt kann ich gehen. Yeah, 600 Rubine. Auf zur Wüste. Und uns die zweite Stimme. Hoppla. Ich sollte mal speichern. Ach, seltsam. Hier kann ich also normal hingehen. Und drücke A. Tempo der Zeit, Wüste ran. Ne? Uff, wo könnte jetzt der sein? Tempel der Zeit vielleicht? Weil wobei das ein bisschen zu offensichtlich wäre, finde ich. Na, gehen wir doch mal dorthin. Eigentlich was? Meine. Hat der Drache nicht irgendwas gesagt? In der Aussage habe ich nichts. Ich habe nichts, damit ich den Drachen suchen könnte. Ich habe gedacht, dass das wird jetzt wieder sowas wie bei Eldin, wo ich einfach durch die Oberwelt muss, aber anscheinend ist das nicht so. Oder es ist der Reihe nach. Da muss ich jetzt zurück nur zu Narishu. Oder wie der hieß. Na, gehen wir mal zu. Noch zum Wald. Eventuell muss ich. Aber ist auch eine bestimmte Reihenfolge. Wenn nicht, ich weiß ja, wo der Drache ist. In Firone, also. Falls im Wald nichts los ist, dann kann ich kurz zu ihm hingehen, ihn fragen. Er singt mir was Episches vor und dann kann ich nochmal zur Wüste. Ist auch nichts los. Ja, bitte, ich habe dir etwas zu berichten. Im Wald von Firona hat anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Ein Abflug dorthin ist momentan nicht möglich. Was? Da gehen wir zum Siegelhahn.
Hm. Nee. Sogar die Tür ist zu. Ich kauf der Wand die Götti mit bald wieder. Aha, ist sie noch nicht. Gut, das ist der einzige Weg, den ich nehmen kann, der hier.